So, liebe Leute, das waren sie, die 91. Academy Awards. Und hier kommt mein kleines Fazit. Also ich muss sagen, der rote Teppich hat mir in diesem Jahr sehr viel besser gefallen als vergangenes Jahr. Wir hatten sehr viele ehemalige Oscar-Gewinner, frisch gebackene Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner und vor allen Dingen ganz viele Nominees. Und ich fand es auch mal spaßig zu sehen, was für eine positive Energie auch auf diesem Teppich herrschen kann. Also ich finde, die waren alle extrem gut drauf, logischerweise nervös, aber sie haben tolle Sachen erzählt und vor allen Dingen waren sie uns gegenüber immer sehr, sehr freundlich. Es war ein bisschen schwieriger links und rechts mit den Teams, einmal von Entertainment Tonight und einmal von Extra. Das sind ja zwei große Entertainment-Formate hier in Amerika. Die waren zeitweise nicht so cool. Das hat unsere Arbeit ein bisschen anstrengend gemacht für Scott und für mich, weil die Leute zu lange in den Interviews gehalten haben. Dadurch sind uns ein paar Stars durch die Lappen gegangen, aber ansonsten war die Position super und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Also es war sehr aufregend und ich glaube auch am Ende sehr ergiebig. Es gibt immer ein bisschen Luft nach oben, aber ich hoffe, wir können das in den nächsten Jahren aufholen. Zur Oscar-Verleihung selbst. Also es gab ja viele Diskussionen im Vorwege, was wird das ohne Moderatorin bzw. ohne Moderator, und ich fand sie wirklich sehr kurzweilig. Sehr kompakt. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dann kommt jemand wie Julia Roberts am Ende auf die Bühne und präsentiert den Award in der Kategorie Best Picture und muss dann auch diesen Award zumachen. Da hätte ich mich eigentlich gefreut, wenn da jemand anders nochmal raufgekommen hätte und wie gesagt, so, das waren die 91. Academy Awards. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das fand ich nicht so gut. Ich glaube, es ist immer noch ein Problem, alle Musikperformances drauf zu haben, auch wenn Bette Midler singt, auch wenn Jennifer Hudson was singt. Shallow war für mich, ehrlich gesagt, der klarste Oscar an diesem Abend von Lady Gaga und von Bradley Cooper. Die Performance großartig inszeniert und vor allen Dingen einfach auch ganz, ganz toll gesungen von beiden. Sehr starker, sehr berechtigter Oscar. Und für mich die Überraschung, Olivia Colman für The Favourite. Ich hätte jetzt gedacht, dass Glenn Close gewinnt. Für mich klar, dass Rami Malek gewinnt. Aber ich fand es ansonsten wirklich schön. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass die Ratings nach oben gegangen sind, weil das ist meiner Ansicht nach ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn die Academy so in Zukunft weitermacht, dann mache ich mir gar keine Gedanken über die kommenden Oscars. Ich hoffe, ihr hattet einen sensationellen Abend. Ganz viel Spaß. Vielen Dank für eure Unterstützung und fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.